So, direkt durchstarten mit der nächsten Aufnahme. Also ich habe das jetzt einmal nur pausiert und dann direkt weitermachen. Das sind nur ein paar Minuten den Unterschied gerade gewesen, denn dann kann ich sozusagen einen kleinen Schnitt machen und kann direkt die Aufnahme weiterlaufen lassen. Drei Stück noch, verdammt, und die hauen gleich ab. Die machen jetzt nur noch die letzte. Ja, die machen jetzt gleich nur noch die letzte. Ich will machen, das reicht noch. Wo holen die denn alle die Pest her? Ist unglaublich. Ja, ist ansteckend, war mir natürlich klar, aber so stark und so viel auf jeden Fall. Ich glaube, da muss ich die Hufe wegschwinden lassen. Und muss mir... Was kostet mir das denn hier hinten? Das ist nicht wahr. Ich muss ja irgendwie die Produktion erhöhen. Drei Stück nur noch. Ich krieg nicht mehr. Die kommen jetzt auch in 8 Stunden wieder. Oh Mann. 2 nur noch. Wie soll ich das denn alles immer machen? Verdammt. Da ärgert man sich richtig, wenn man das braucht, wenn man es sich kriegt. Eine Dynastie trauert. Die holt auch noch nicht mal richtig viele Erfahrungspunkte daraus. Das ist ja noch mal das Schlimme. Und wie alt sind sie? 29 und 27, das geht relativ noch. Hat die irgendwann mal was Sinnvolles an? Boah, du hast einen Schnupfen, Gott sei Dank. Boah. Wollt du mich veräppeln? Seid gegrüßt. Die haben alle die Pest, ey. 10.000 Tatas. Kaufen oder nicht kaufen, das ist die Frage gerade. Ihr habt ein Gebäude gekauft. Wir müssen weiter produzieren. Die Ladefläche ist voll. Ja. Zwar direkt durchstarten. Inventar öffnen. Ja, warte mal, das brauche ich doch hier. Erweitern. Nicht wahr, ich kann da gar nicht so viel machen, wie die da verbrauchen. So, einlagern. Keine Seife produzieren hier. Ja, muss ich momentan noch Seife lassen, bis ich hier erweitert habe. Ich brauche unbedingt ganz viel Kraut und das andere Zeug. Was wünscht ich höre? Boah, die Alter hat auch die Pest, ey. Ja, knurr du weiter, Mann, ich habe keine Zeit. Letzte Ampulle. Die letzte ist es. Wohin soll's gehen? Nur mal eben schnell auslagern. Ich brauche ein bisschen Kohle, damit ich schnell die Erweiterung durchstarten kann. Immer so ein kleiner Leck mitten drin. So, jetzt haben wir 3 Betriebe und 2-mal die gleichen. Ich will mal hoffen, dass ich irgendwann damit rauskomme. Puh, unglaublich, ist nicht wahr. Letzte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ist auf jeden Fall da hinten Sumpfkraut, auf jeden Fall Schnellproduktion machen. Und auf jeden Fall viel rausholen, das hier mal rüberschicken. Eine Dynastie trauert. Scheint so, dass auch gleich alle Dynastien weg sind. Wenn das sein sollte, dann werde ich auf jeden Fall die nächste Staffel anfangen. Weil als Dynastiegegner eine Blau ist noch da. Wichtige Einheiten. Nicht Angriffspack, der bleibt noch so. Und dies,
gleich ausgestorben, richtig? Oh, Schwengel. Zwei Einheiten sind noch da, also drei Dynastien auf jeden Fall. Feinde, drei Dynastien nur noch. Die brauchen auf jeden Fall auch nicht mehr lange, sag ich mal so. Ich jetzt mal drauf gucken, wie alt sind die? Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Die Alte ist 50. Hier sind sie noch ziemlich jung. Gucken, wie lange die noch durchhalten. Ich glaube, das wären unsere starken Konkurrenten. Eine Dynastie ist ausgestorben. Ja. Ein Gebäude wurde aufgewertet. Super. Mehr Lagerplatz. Mehr Einheiten. Medizin. Arbeiter. Den Rest hier auch direkt durchstarten. Wir brauchen nämlich noch mehr Platz. Nicht alle? Ja. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Ja, hierhin, hallo? Nicht trödeln, arbeiten. Das gleiche gilt eigentlich auch für die, dass sie jetzt hier hinkommen und weitermachen. Jupp. Jupp. Ich brauche nämlich Muscheln, so. Nichts dafür, ich muss hier jetzt im Endeffekt, ich muss sie ja schon krepieren lassen. Ja, die wird mir wegsterben, das heißt, sie wird auf jeden Fall bald eine neue kaufen müssen. Einstellen, kaufen, einstellen. Klingt ein bisschen komisch. So, da waren wir mittendrin. Das Telefon am Klingeln, hatte ich natürlich den Zaun vergessen auszumachen. Werden wir jetzt auf jeden Fall nachholen, habe ich natürlich ganz gepennt. Ist natürlich schrecklich. Na egal, kann nie immer vorkommen. Meist habe ich das Telefon auch irgendwo weit rumliegen. Aber heute war es mal eben nicht. Willst du mich veräppeln? Jetzt komm, arbeitet, hallo? Habt ihr eine Aufgabe für mich? Medizinische Behandlung. Der Rest ruht so jetzt es. Hier. Das. Boah, haut rein, ohne Witz. Ihr könnt doch jetzt nicht hier rumtrödeln. Da hinten können nur kleine Sachen noch erledigt werden. Hier kann noch ein bisschen davon gemacht werden. Ich werde mal eben. Zehn Stück da hinten. Meine Füße tun weh. Nur schon mal als Reserve. Fremde Dynastie brauche ich nicht da. Hoffentlich werde ich nicht überfallen. Nur damit die noch da hinten was haben. Was ist denn normal jetzt? Ich wundere mich auch gerade darum, dass es ein bisschen schneller läuft. Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Ja, tut mir leid. Kann ich auch nichts anderes machen gerade. Muss jetzt auf jeden Fall herstellen. In einem Kontor werden Lebensmittel günstig feilgeboten. Weizenbrot und Brocken. Mensch. So, holt mir ein Sumpfkräuter. Ich brauche unbedingt ganz viel Sumpfkräuter. Meine Füße tun weh. Kräuter. Das dauert nicht lange. Wie viel Fisch habe ich denn noch? 50. Ja, da komme ich auf jeden Fall noch mal gut aus. Ich schaffe glaube 1, also 2 zu 1 immer. In vino veritas. Oder? Schaffen die noch vorher noch eine weitere herzustellen. 10 Sekunden, komm bitte. Ich habe Schmerzen. Bitte. Könnt ihr sie kurieren? Ja, und das klappt jetzt noch. Dann lasst mich mal sehen. Sag nie, nein, du hast was. Jawohl. Glück gehabt. In dem Sinne schon wieder.
So, wenn ihr gleich die nächste habt, ich werde mal eben. Ich habe doch hier noch hier die zweite Runde. Was darf ich für? Ich höre. Was wünscht ihr? Mache mich ans Werk. Dass du zum Arzt gehst, und zwar hierhin. Na, dann mal los. Dir eine medizinische Bandung holst. So, Lavendel nicht, sondern die Sumpfkräuter brauche ich. Davon habe ich nämlich nicht viele mehr. Wir hoffen, dass ich damit über den Tag noch rumkomme. Womit nicht so viele Patienten hier hingeiern noch. Ich denke, also bin ich. Oh, die hat auch die Pest, ich glaub's nicht. Oh. Was darf ich für euch? Was wünscht ihr? Ich höre. Ah, der hat auch die Pest, verdammt. Da kommt die nächste. Mist. Muss auf jeden Fall jetzt reinhauen hier. 20 Sekunden, um die nächste zu kriegen. 15. Ich will das hoffen, dass es funktioniert. Nehmt die Pest und verschwindet. Kommt schon. Ich brauche noch mehr. Bitte. Jawohl, die nächste. Haut rein. Oh, da kommt. Ich kann noch nicht einmal Kort hier arbeiten, hallo? Mir geht es nicht. Könnt ihr mir helfen? Klar. Dann lasst mich mal sehen. Hilfe. Oh, der nächste mit der Pest, oder? Ach, verdammt. Hm? Mist. Wie viele Sumpfkräuter haben die? Ich brauche auf jeden Fall Sumpfkräuter. Keine, gibt's nicht. Das gibt es nicht. Lavendel brauche ich da hinten nicht für, ne? Kann ich mitnehmen. Wo steht denn mein Karren hier? Immer nur Arbeit. Geh mir dahin, dann sehe ich dich besser. Und von da aus schicke ich dich hierhin, um Sumpfkräuter zu holen. Beziehungsweise da abzuladen. Die nächste ist fertig. Und hier scheint auch für die nächste gleich fertig zu sein. Was kann ich für euch tun? Das ist jetzt meine hoffentlich. Dann können die nämlich gleich. Ich höre. Ich erwarte eure Anweisung. Die produzieren aber Akkord. Hoffen wir, dass über Nacht das gleich weitergeht. Die Produktion wurde unterbrochen. Muschelketten habe ich keine mehr. Alles klar. Jap. Jap. Meine Füße tun weh. Meine nicht, ich quäl dich ja nur. Komm schon. Die nächste startet gleich auf jeden Fall, wie man sieht. Ich weiß gar nicht, ob jetzt hier eigentlich auch Betrieb drin ist. Hier scheint jetzt nicht so was drin zu sein, also mit normalen Verbänden. Gut, wir haben Reserve auf jeden Fall im Lager. Gefährt es zurück. Nee, aber nicht unser. Was wünscht ihr? Dass du mal schneller abernten würdest. So, ist meine Tante jetzt gleich fertig? Oh. 3 Stück muss ich auf jeden Fall noch herstellen. Das heißt, bis 17 Uhr habe ich keine in Reserve. Das ist nicht so schön. Ich glaube, ich bin krank. Seht doch bitte. Ja, wir schauen ja nach. Warum ist der denn eher gewesen jetzt hier? Ich schaue es mir mal an. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Weil jetzt, wenn die gleich auch noch davor ist, dann habe ich leider ein Problem. Ich muss nämlich die auch zur Arbeit schicken. Was macht die Alte? Komm hier hin, hallo? Wo willst du hin? Ich habe dich nicht losgeschickt, um Dinger zu sammeln, sondern um... Natürlich. ...dich heilen zu lassen. Du bist auf jeden Fall die Nächste. Ich denke, also bin ich. Ja.
Bringt ihr mir da mit? Die Pest. Die Pest? Nee. Nehmt das hier und verschwindet schnell. Die Schlümpfe. Mensch. Was fragst du denn so? Jetzt würde mich gerne interessieren, ob die die 500 zahlen müssen. Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Ja, wie denn? Ich habe da oben auch keine Schmerzmittel. Kommt hier runter. Da hab ich welche. Mir geht es nicht gut. Könnt ihr mir helfen? Lasst mich mal sehen. Auf jeden Fall gleich die... Jetzt geht gleich die Reserve schon mal los hier. Ja, die zahlen auf jeden Fall für sich selber gut. So, das Sumpfkraut hier runter muss sein, auf jeden Fall. Warum gehen Bäcker denn so früh schon? Achso, fangen die denn irgendwie morgens oder an oder so? Weiß ich gar nicht. Ich muss mal wieder einen haben, der hier oben fischt. Wohin auch immer es gehen soll. Ich wundere mich gerade, warum zeigt er denn eine Dame an, aber das ist ja sozusagen das Schiff. Boah, wie viele kommen denn da mit der Pest? Wegelagerung. Der steigt immer und steigt und ich komme gar nicht mit dem sozusagen alles hinterher. Verdammt. Was ist denn der Karren? Auch der Karren müsste gleich auch kommen und ich brauche Sumpfkraut. Warum brauchen die Ladies denn so lange? Ja, stillen mal weiter. Geld, Geld, Geld. Oh, die Erweiterung kostet doch 5000, oder nicht? Täusche ich mich? 5 Tacken. Muss ich gucken, ob ich das herstellen kann. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen Sumpfkraut herholen. Bin sofort da. Fische und Kettchen können schon mal ins Schiff rein. Die kommen nämlich nach Wisby. Was kann ich tun? Mir Geld besorgen. Bin schon unterwegs. Ich brauche unbedingt die Sumpfkraut. Sumpfwurzeln, ganz viele Mass. Das ist das Problem. Und die kann ich auch nirgends so direkt kaufen hier. Oh, da hat jemand geblecht. Ja, Schmerzmittel. Der hätte jemand damals schon produzieren müssen in Mass. Drei Stück. Ach, das ist doch nicht wahr, ey. Wie viele haben denn die Pest hier? Der taumelt nur so komisch. Das ist halt immer das Schöne, dass man jetzt halt die Pest hier besiegen kann in dem Sinne. Ach, der Betriebsführer ist das. Die Pest hier besiegen kann und dann sozusagen die Leute hier weiter aktiv sind. Das ist halt das recht Schöne. Eine Dynastie trauert. Jawohl, die nächste stirbt aus. Yes. Freude für mich. Für euch natürlich nicht, dann müsste ich, weil ich dann nämlich das nächste anfange. Warum ist sie denn tot? Hat die Pest gehabt? Das ist natürlich auch heftig, wenn jetzt alle da oben die Pest haben. Natürlich schnelle Ausschaltung in dem Sinne, ne? Zahnfäule. Ich weiß gar nicht, was Zahn... Die das... Alles geht eigentlich hier. Zahnfäule ist eigentlich die Debatte um folgenden Amtssessel. Das Amt des Kerkermeisters. Das Amt des Kerkermeisters. Zahnfäule.
Die hat nicht die Tante. Ach, guck mal, wir sind 13. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Gut, in Trauer versunken, ist natürlich klar. Wo sind Sie denn hier? Will ich gerne mal wissen. Denn dann in Bergen? Boah, was geht denn da ab hier? Drei Karren hier bei dem Dom. Guck, wie viele Betriebe haben die denn? Okay, das haben die auch schon. Ein Betrieb nur? Und ein Haus, ja, du, ist klar. Aber mehr nicht? Verwundert. Ich dachte der ernsthaft, dass jetzt die anderen auch so ein bisschen... Nee, das gehört gar kein. Ah, guck mal, die haben auch eine Fischerhütte hier sitzen. Die Umsatzsteuer wurde geändert. Boah, dann sich auf 30. Ja, warum? Das ist immer übertrieben. Das ist mal übertrieben, finde ich. So, wo schickst du denn mich denn hin hier? In welche Stadt? Das sieht aus wie Hamburg und hier sind wohl auch die Gelben aktiv, die gelbe Dynastie. Na, lass mal schön auf normal. Schon okay. Hier auch noch eine Fischerhütte. Hier könnte man auch noch Geld verdienen. Aber hier sieht gar nicht aus, dass sie noch einen Betrieb hier haben. Boah, wie viel Kanonentümer hat der denn da rumsitzen? Alter Schwede. Oder sitzen die Gelben woanders? Da. Gewand. Ach, die habe ich gar nicht gesehen. Aber die ist doch nicht... Hä, die ist doch verkauft. Ah, das Gasthaus ist das. Ach so. Alles klar. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann sieht man ja eigentlich, dass hier viele Karren vorstehen. Aber hier ist eine gelbe Fahne. Gut, die habe ich jetzt nicht so durch den Rauch des Schornsteins gar nicht gesehen. Ich wollte doch gar nicht betreten. Ich wollte eigentlich wieder zurück zu unseren. Ich muss dringend was gegen die Naga tun. 13.000. Eure Heiler können ihre Patienten nicht behandeln. Verbilligte. Ja gut, ich kann da hinten nichts machen. Ich habe doch hier keine Chance, auch irgendwas zu machen. Weil die produzieren doch nur nach. Also viele Leute mit Pest... Boah, wie man sieht, sind hier genug noch. Ich kann jetzt, glaube ich, nur noch maximal 3 heilen. Der da liegt und 3 weitere. Ja, die kriege ich auch nur noch hin. Mehr kriege ich nicht mehr hin. Das heißt, demnächst wird wieder Rumgesterbe sein. Außer... das irgendwie in der Hand. Kein Weg ist mir zu weit. Mir auch nicht. Brauche aber mehr von dem Sumpfkraut. Warte mal. Was kann denn zum Beispiel hier so eine Trinktur herstellen? Gelehrter. Tees und Kräuter. Mal gucken. Vielleicht können die natürlich das auch herstellen. Kräuter, Lavendel? Nein. Brauche ich nicht. Nein, Textilien ja auch und dann hier muss unter irgendwas Gemischtes noch sein. In einem Kontor ist das vergünstigte Warenangebot erloschen. Schade. Mist, ich dachte man kann die vielleicht auch noch so bekommen. Ich glaube es steht auch nirgendwo. Ah, jetzt hätte ich nämlich da ein bisschen Sumpfkraut immer geholt. Und das Ding Dong hört für uns ein. Stopp und bis zur nächsten Folge. Erstmal gleich. Für mich nur ein kurzer Cut.